Ja, ich freue mich, Sie grüßen zu dürfen zu MAH im Gespräch. Wir haben heute Christoph Corallus zu Gast, der über Post-Covid-Diagnose und Therapieoptionen uns berichten wird. Wahrscheinlich wird er seinen Schwerpunkt auf die Reha-Medizin legen, aber nein, er wird das gesamte Thema abhandeln. Auch nicht, ne? Ja, Christoph Corallus stammt aus dem Umfeld von Christoph Gutenbrunner, der Reha-Medizin, die Reha-Medizin jetzt, von Christian Schlumm geleitet wird, unter dem Oberhoheit, formalen Oberhoheit von Uwe Dietburg. Von Christian Sturm kenne ich den Vater natürlich sehr viel mehr. Das ist die Generation, die ich besser kenne. Das ist der Johannes Sturm, der ein oder andere, der hier denn tätig war, kennt ihn auch noch. Den Vater Johannes Sturm. Ich habe manche Polytraumaschlacht mit ihm geschlagen. Wir haben manche, ich hoffe jetzt nicht, dass Sie sich geschlagen haben. Wir haben eine Schlacht geschlagen, das ist schon richtig, aber gemeinsam. Und haben das auch beforscht. Aber Johannes Sturm hat insbesondere die Intensivstation über dem UBF-Gebäude betrieben. Das war eine Riesenleistung. Aber das ist Geschichte. Und Christoph Corallus kennt das wahrscheinlich gar nicht alles. Ich wollte es nur berichten, damit er auch auf dem Laufenden ist. Ja, ich freue mich jedenfalls, dass Sie das heute hier machen. Denn Post-Covid ist für diejenigen, die das erwischt, unter Umständen eine ganz schlimme Angelegenheit. Ich habe ein paar Patienten erlebt, die doch ganz schwer angeschlagen waren. Und es ist denn schwer, da wieder rauszukommen. Also ich bin sehr gespannt über das, was ich da inzwischen getan habe. Ich freue mich auf den Vortrag. Bitte schön. Vielen Dank für die Einladung. Herzlich willkommen alle zusammen. Auch herzlich willkommen an alle, die vor dem Computer sitzen. Das finde ich jetzt immer ganz komfortabel, dass man auch so schnell aufmachen muss, sondern das Sofa folgen kann. Genau. Was qualifiziert mich jetzt heute hier zu sein? Also ich habe jetzt ein Jahr lang ein telemedizinisches Post-Covid-Projekt gemacht bei uns in der Klinik zusammen mit unseren Allgemeinmedizinern zusammen. Da beraten wir Post-Covid-Betroffene und Hausärztinnen zu der Thematik. Es werden Fälle besprochen. Wir nehmen uns viel Zeit. Häufig über eine Stunde dauern diese Gespräche. Und wir arbeiten diese Fälle auf, machen vor allem natürlich, also stellen natürlich unsere rehabilitativen Ideen in den Vordergrund, sprechen aber auch genauso über medikamentöse Therapieoptionen. Sprechen über Sozialmedizinisches, also wo lande ich irgendwie, wie komme ich wieder zurück in den Beruf, wie kann ich mich irgendwie im Gesundheitssystem orientieren, das ist natürlich bei der teilweise großen Krankheitsschwere, ist das ja schon ein Wahnsinnsthema und auch sehr belastend, also muss man auch irgendwie hineinfinden, unser System ist kompliziert, keine Instanz will irgendwie in die Tasche aufmachen, wenn es um langfristige Zahlungen geht. Da brauchen die Patienten viel Lotsenfunktionen. Genau, das sind so die Dinge, die wir da machen. Vorher haben wir allerdings schon zweieinhalb Jahre, aber eigentlich seit Anfang der Covid-Zeit, auch bei uns eine Post-Covid-Ambulanz und haben da auch Sprechstunden gemacht, machen das auch weiterhin. Und versuchen aber eben vieles auf diesem telemedizinischen Wege zu machen, weil das eigentlich ganz schön ist und auch zu dieser Erkrankung gut passt. Also wir haben eine Erkrankung, die ist, ja, wie Professor Piepbrock gesagt hat, teilweise sehr schwer lebensbestimmend. Es gibt Menschen, die können ihr Haus und ihre Wohnung nicht mehr verlassen. Und das ist natürlich total attraktiv, sowas anzubieten und nicht zu sagen, sie müssen auf den Parkplatz der MAH fahren, zur Information, sich einmal quer durch die Weltgeschichte schicken lassen, um dann irgendwo in irgendeiner Ambulanz noch am besten eine Stunde in der Wartezone zu sitzen mit 10 anderen Menschen. Das ist für diese Patienten teilweise überhaupt nicht realistisch. Also ich habe da Menschen gesehen, die auch teilweise gar keinen Kontakt zum Gesundheitssystem bis jetzt hatten, außer vielleicht irgendwie einem Hausarzt, der vielleicht mal einen Hausbesuch gemacht hat, mit dem man dann vielleicht mal telefoniert hat. Total schwierige Situation. Deswegen diese Telemedizin und das funktioniert gut.
Nur ist unser Projekt nicht dafür da, um jetzt große Patientenzahlen zu beraten, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen eine Multiplikatorfunktion ausüben und wollen praktisch unsere Ideen in die Allgemeinmedizin transportieren und dort, ja, es ist jetzt irgendwie, vielleicht ist es zu viel gesagt, aber eben auch ein bisschen Ausbildung der niedergelassenen Kollegen betreiben, damit die natürlich in der Breite die Patienten versorgen können. Das können wir alle nicht, das kann auch nicht unser Zentrum für seltene Erkrankungen. Wir haben irgendwie 500 Patienten jetzt für ein Jahr zugelassen und es sind irgendwie in den ersten 2 Monaten schon 500 angemeldet. Also der Bedarf ist viel, viel größer als das Angebot, gerade in dieser Spezialversorgung. Und deswegen schön, das zu multiplizieren. Das über meine aktuelle Tätigkeit vielleicht. Aber wir sind wegen was ganz anderem hier. Das wollte ich eben nur einmal transportieren. Was will ich Ihnen heute zeigen? Wir müssen so ein bisschen über die Begrifflichkeit sprechen. Was ist Post-Covid? Was ist Long-Covid? Wie kommt man überhaupt zu dieser Diagnose? Wie viele Menschen sind betroffen? Finde ich ganz wichtig. Was sind so typische Symptome? Vielleicht auch so ein paar Ideen zusammen mal zu besprechen. Wie kommt es überhaupt zu dieser Problematik? Was sehr schwierig ist, da kann ich mich auch absolut nur in die Nesseln setzen, weil es ganz, ganz viele Modelle gibt und Ideen, wie das passieren kann. Aber ich versuche trotzdem so ein paar Ideen zu transportieren. Und dann natürlich so mein Kerngebiet Therapie, vor allem nicht medikamentöse Therapie, ist natürlich in meinem Fachgebiet das Wesentliche. Versuche aber trotzdem auch die anderen Bereiche mit anzureißen. Dann vielleicht ganz kurz auch so im Vergleich dazu Post-VAC nochmal zu zeigen und dann nochmal so ein bisschen Informationen zu transportieren und Anlaufstellen vielleicht zu nennen. Erstmal, wann spricht man überhaupt vom Post-Covid-Syndrom? Viele sagen Long-Covid. Inzwischen hat man sich darauf geeinigt, dass dieser Zeitraum hier von der Erkrankung bis zu 12 Wochen nach der Erkrankung als Long-Covid bezeichnet wird und man dann nach 12 Wochen übergeht zu dem Terminus Post-Covid-Syndrom. Das hat die Bundesärztekammer publiziert und das ist so der allgemeine Konsens. Ne? Manchmal sagt man auch nur anhaltend symptomatisch. Das ist auch in Ordnung, aber wir sagen Post-Covid-Syndrom nur nach Ablauf von 12 Wochen. Und dann ist das Ganze, sagt man erstmal, man hat drei verschiedene Gruppen von Patienten. Einmal so Symptome, die nach einer Covid-Infektion fortbestehen, wie man hatte irgendwie eine starke Bronchitis und man hustet immer noch oder ist immer noch verschleimt. Also Symptome der Akuterkrankung, die einfach weiter bestehen. Dann gibt es aber auch neue Symptome und das sind häufig diese super einschränkenden Symptome, die einfach auftreten, wo die Leute sagen, eigentlich habe ich meine grippeähnliche Erkrankung habe ich abgehandelt, war alles top. Und dann nach einem gewissen, vielleicht beschwerdefreien Intervall, bin ich auf einmal mit einer ganz neuen Symptomatik völlig danieder und stark erkrankt. Und dann gibt es auch noch die Patienten, die eine Verschlechterung einer vorbestehenden Erkrankung erfahren. Also die, ich weiß nicht, vorher schon Diabetes mellitus hatten, der auf einmal völlig aus dem Tritt gerät, die eine rheumatische Erkrankung haben, die völlig verrückt spielt, die eine Lungenerkrankung haben, die irgendwie auf einmal nicht mehr mit dem konventionellen Spray, was sie seit Jahr und Tag genommen haben, kontrollierbar ist. Diese Gruppe zählt auch zu den Post-Covid-Syndromen. Das macht es erstmal relativ einfach, diese Diagnose zu stellen. Ne? Wenn man also jetzt so einen gewissen Ausschluss gemacht hat, dann fällt es anhand dieser Kriterien überhaupt nicht schwer zu sagen, sie haben ein Post-Covid-Syndrom. Und trotzdem hängen die Leute im Leeren. Es wird meiner Erfahrung nach ein bisschen verhalten mit dieser Diagnose umgegangen. Ich habe jetzt nun auch viel mit Allgemeinmedizinerinnen gesprochen, die auch teilweise sowas gesagt haben wie, ich möchte diese Diagnose nicht aussprechen, weil sie irgendwie auch stigmatisierend ist. Ne? Kann ich als Argument auch irgendwie verstehen. Andererseits öffnet es auch irgendwie viele Türen, auch für die Patienten, das Problem, was sie haben, zu verstehen. Deswegen würde ich nicht verhalten mit dieser Diagnose umgehen, sondern würde sie eben auch stellen, wenn eine Abklärung auch stattgefunden hat. Wenn man jetzt sieht, es ist einfach
ich nenne häufig das Beispiel, dass man zum Beispiel auch eine Schilddrüsenerkrankung, eine Schilddrüsenunterfunktion abklären sollte, weil es total unangenehm ist, jetzt irgendwie jahrelang über Post-Covid zu sprechen, eine Reha zu machen und am Ende hätte es irgendwie so ein bisschen Schilddrüsenhormon getan und man wäre wieder auf dem Posten. Das finde ich immer so ein ganz gutes Beispiel für etwas, was man unbedingt ausschließen muss. Ne? Anämien, Tumorerkrankungen, ne? Dinge, die anderweitig mehr oder weniger gut zu behandeln sind, die man aber nicht jetzt einfach abhandeln kann mit diesem Begriff Post-Covid und wir machen jetzt vielleicht Reha und haben vielleicht eine gute Prognose und irgendwann wird alles wieder gut. Genau, diese differenzialdiagnostischen Überlegungen sind schon wichtig. Dann müssen wir uns mal damit beschäftigen und das ist auch eine ganz, ganz schwierige Frage, wie viele Menschen sind überhaupt betroffen? Und da kursieren ganz, ganz viele Zahlen, es gibt viele Publikationen aus allen möglichen Ländern dazu und man kommt auf eine Wahnsinnsspannbreite. Also bei uns ist mal, da war unsere Klinik auch beteiligt, ich glaube das war 22 oder Ende 21, ist mal publiziert worden, dass 62% der Covid-Erkrankten erstmal persistierende Beschwerden auch länger als 3 Monate haben, was natürlich eine Wahnsinnszahl ist. Da haben aber eben alle nicht irgendwie so schwere Erschöpfung, nämlich diese Dinge, die so wahnsinnig einschränkend sind. Manche husten einfach auch immer noch und deswegen ist es vielleicht auch sieht es ein bisschen viel aus. In der Literatur kursieren in der Regel Zahlen zwischen 3 und 20% der Post-Covid-Erkrankten in einem Zeitraum von 6 bis 12 Monaten nach der Erkrankung. Da sehen Sie schon, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen weiter gefasstes Fenster. Die einen sagen 3 Monate, die anderen 6 bis 12 Monate. Sehr, sehr, sehr schwierig. Aber man muss einfach sagen, dass die betroffen sind, eben auch teilweise sehr, sehr stark betroffen sind und damit auch eine Gefahr, ein Problem für das System sind. Das, wenn man sich anguckt, wer erkrankt, der Altersdurchschnitt liegt bei 53 Jahren, also im mittleren Alter, voll im erwerbsfähigen Alter. Deutlich jüngere Patienten habe ich auch gesehen, auch Kinder gesehen. Da fällt aus der erwerbstätigen Schicht fällt einfach unheimlich viel weg. Wenn man so die Erkrankung des hohen Alters sieht, die sind dramatisch, die verursachen viele direkte Kosten, also ich weiß nicht, Krebserkrankungen, wahnsinnig viele Therapiekosten. Hier entstehen einfach unfassbar viele indirekte Kosten, also durch Arbeitsunfähigkeitszeiten, durch vielleicht frühen Eintritt in die Rente. Und deswegen hat unser Gesundheitsministerium so einen starken Blick auf dieses Problem Post-Covid-Syndrom. Da ist Herr Lauterbach sehr, immer sehr interessiert und sehr umtriebig, was das angeht, weil er es auch als großes Problem auch für die Zukunft sieht. Ne? Viele, viele Renteneinzahler, Sozialsystemeinzahler da einfach rausfallen auf einmal. Es sind auch, das muss man einfach jetzt auch noch mal so nebenher als Fakt nennen, deutlich mehr Frauen als Männer betroffen. Es gibt viele, viele Risikofaktoren noch, auf die wir jetzt vielleicht nicht im Detail eingehen können. Aber mehr Frauen als Männer betroffen und wirklich aus dieser mittleren Schicht und wahnsinnige Kosten durch Arbeitsunfähigkeit, frühen Eintritt in die Rente und so weiter und so fort. Die direkte Behandlung ist wahrscheinlich gar nicht so teuer, ne? Also muss man ja auch mal sagen, vieles, was stattfindet, ist so im Off-Label-Bereich, wird sowieso nicht von den Krankenkassen bezahlt. Physiotherapie ist günstig, Ergotherapie ist günstig. Also so von den direkten Kosten für das Gesundheitssystem sicherlich eher überschaubar. Aber wir haben auf jeden Fall in unserem System Herausforderungen. Ich will nicht sagen Problem, aber Herausforderungen im Umgang mit den Patienten, mit den Betroffenen, kann man vielleicht auch sagen. Wir müssen differenzieren und das ist so das, wo ich mich immer konfrontiert sehe. Wir müssen differenzieren zwischen psychischen Erkrankungen und dem Post-Covid-Syndrom und dieser Fatigue. Es wird viel in einen Topf getan und wurde gesagt, okay, ich als niedergelassener Arzt, ich habe schon wahnsinnig viele Menschen mit Depressionen gesehen, ne? Und ja, sie können jetzt nicht und vielleicht hatten sie auch schon mal eine Depression, wer hatte das nicht? Viele, viele Menschen hatten schon eine Depression, sie hatten schon mal eine, das ist wieder eine Depression, sie haben depressive Episode, machen Sie das, was Sie kennen, vielleicht, ich würde Sie mit einem Antidepressivum behandeln, wenn Sie wollen, oder machen Sie Psychotherapie und dann geht das auch alles schon wieder weg. Und das ist natürlich total schwierig, weil die Leute auf einmal ihr Problem
was Sie selbst auch abgrenzen können zu einer Depression. Also wenn Sie da, wenn Sie Betroffenen wirklich fragen, dann sagen die Leute, ja, das war damals so und so, aber jetzt ist es ganz anders. Es fühlt sich für mich anders an. Ich empfinde es als völlig andere Erkrankung und stoßen da aber nicht auf, häufig nicht auf, auf offene Ohren mit. Und das ist total schwierig, so dass ich häufig Patienten erlebe mit so einer gewissen Abwehrspannung. Ich habe das hier unten aufgeschrieben. Dieses, es besteht eine große Angst vor einer Psychologisierung dieser Erkrankung. Ne? Wollen Sie mir jetzt auch erzählen, dass ich irgendwie eine Angststörung habe oder eine Depression? Und das muss man erstmal aufweichen und muss das wirklich genau ergründen und sich darstellen lassen. Dann kann man aber auch, kann man wieder konstruktiv arbeiten und so ein bisschen Vertrauen fassen. Das muss man einfach sagen. Man muss immer schauen, welche Erkrankung kann ich vielleicht auch ursächlich vernünftig behandeln, wo sich vorbestehende Erkrankungen irgendwie verstärkt haben, wo kann ich vielleicht einen Hebel ansetzen. Das ist eine große Herausforderung. Und man muss sagen, unser System gibt auch die Beratung der Betroffenen nicht so richtig her. Ne? Wir haben eine sehr, sehr schnelle Medizin, kurze Gesprächszeiten. Ne? Jeder, der irgendwie mal beim Arzt war, weiß das. Da ist irgendwie immer, wird immer auf die Uhr geguckt. Das Wartezimmer ist immer voll und man hat selbst schon lange gewartet und man will nicht, dass die anderen noch länger warten. Und man hat einfach keine Zeit, all diese Dinge zu besprechen. Ne? Und wir werden nachher auf die Symptome gucken. Die sind so breit, das kann man definitiv nicht in 5 und auch nicht in 10 Minuten besprechen. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich sitze da allein beim Erfassen dieser ganzen Symptome häufig eine halbe Stunde und könnte auch noch eine halbe Stunde da rein investieren, muss dann aber tatsächlich auch irgendwann mal sagen, dass wir das jetzt gut besprochen haben. Also großer Gesprächsbedarf, der so in diesen Ziffern auch überhaupt nicht abgebildet wird, die man abrechnen kann. Also, dass wenn man das wirtschaftlich betreiben will in der Praxis, und das kann ich ja keinem ankreiden, muss man schon irgendwie gucken, dass man vorankommt. Genau, ja. Ja, ist leider. Also es ist komfortabel in der Uniklinik, da will keiner Geld verdienen, da wollen alle nur gute Medizin machen. Na gut, ich zumindest, vielleicht ist das in höheren Etagen dann auch wieder anders. Genau, darum muss ich mir keine Sorgen machen, glücklicherweise. Ja, das sind so die Herausforderungen, die so das System einfach bietet. Ja, wir haben dann noch, was Ärzte immer wollen. Ärzte wollen immer etwas messen, die wollen etwas greifen. Da muss man irgendwie eine Bildgebung machen, da muss man Laborparameter haben und dann muss man dafür am besten eine ursächliche Therapie haben, eine kausale Therapie haben, wo man das Problem richtig bei der Wurzel ausreißt. Wenn man das nicht kann, ist es schon gleich schwierig. Ne? Dann ist es schon gleich dann ist häufig auch die Reaktion zu sagen, kann man eh nichts machen, geht von alleine wieder weg. Das macht Patienten mit einem so starken Leidensdruck auch nicht zufriedener, ne? Muss man einfach mal sagen. Also da treffen so zwei Dinge aufeinander, die auch nicht gut kompatibel sind. So, was haben wir denn für Symptome? Also das, was Professor Piepenbrock vorhin wahrscheinlich meinte mit unheimlich starker Erkrankung, starkem, großem Leidensdruck, das ist diese Fatigue. Ne? Diese, man könnte es vielleicht mit Erschöpfung, mit einem Erschöpfungssyndrom übersetzen. Das ist so das, was die Leute am meisten beeinträchtigt, weil man einfach auf einmal nichts mehr kann. Ne? Man will alles machen, man hat die Aufgaben vor Augen. Und anders als bei einer Depression, wenn man das jetzt irgendwie so ganz einfach sagen will, dann würde man vielleicht sagen, der Mensch in der Depression, der hat den Antrieb nicht, ne? Der könnte es körperlich theoretisch machen, aber der hat den Antrieb nicht, die Motivation nicht. Der könnte, aber er will nicht, ist vielleicht auch zu böse gesagt. Sie wissen vielleicht, was ich meine. Während der Patient mit der Fatigue diesen ganzen Drive eigentlich hat und alles erledigen will, aber merkt, sobald ich irgendwas tue, bin ich völlig platt, bin ich völlig ermüdet, bin ich völlig erschöpft, kann ich nicht mehr. Und das ist ja wahnsinnig schwierig. Ich habe häufig gehört, in mir lodert ein Vulkan und ich kann da irgendwie nicht, ich komme keinen Schritt voran. Betroffene, die vielleicht irgendwie dabei sind oder zuhören, können das sicherlich irgendwie so nachvollziehen. Sonst haben wir eben Dinge wie Luftnot, Schlafstörungen, super, super häufig. Aber auch diesen Begriff Brain Fog, so neurokognitive Beeinträchtigung, Konzentrationsstörung, Wortfindungsstörung, Gedächtnisstörung ist ein sehr häufiges Symptom. Was viel, viel seltener geworden ist im Vergleich zu Beginn der Erkrankung, sind Geschmacks- und Geruchsstörungen. Es gibt immer noch ein paar Betroffene, aber das ist wirklich sehr randständig jetzt.
irgendwie so Husten, ja, vielleicht kann man es auch zu Dyspnoe mitziehen, so Störung des Atemsystems auch häufig. Schmerzen finde ich hier so ein bisschen unterschätzt in dieser Publikation. Ich erlebe eigentlich, dass die meisten Patienten irgendwelche Schmerzen haben. Mindestens mal, weil man sich nicht mehr so bewegt, wie man sich mal bewegt hat. Aber eben auch ganz andere Schmerzen, manchmal neuropathischen Charakters, also so Nervenschmerzcharakter, manchmal so muskelkaterartiger Charakter, sind sehr, sehr häufig. Genau. Und das Problem ist, all diese Geschichten hier, all diese Symptome sind völlig unspezifisch und können bei ganz, ganz vielen Erkrankungen auch auftreten. Also anhand dieser Liste kann man jetzt überhaupt nicht feststellen, haben Sie ein Post-Covid-Syndrom oder ich weiß nicht, vielleicht ist es doch irgendwie eher Burnout oder keine Ahnung, eine verschleppte Bronchitis. Ganz, ganz viel taucht bei anderen Erkrankungen auch auf und nichts von dem kann man jetzt ganz speziell dem Post-Covid-Syndrom zuordnen. Genau. Man muss aber auch sagen, bei vielen kommt es eben doch spontan und ohne weiteres Zutun zu einer Verbesserung dieser Symptome. Genau. So, und um jetzt diese Symptome so ein bisschen zu verstehen und einordnen zu können, muss man sich vielleicht, und das ist für viele bestimmt interessant, damit beschäftigen, wie kommt das überhaupt zustande, diese Erkrankung? Und erstmal so der Überbegriff ist sicherlich Immunprozess. Also das ist wahrscheinlich eine immunologische Erkrankung, das Post-Covid-Syndrom und diese Fatigue, immunologisch ausgelöst. Warum auch immer, ob sich das Immunsystem ja wahrscheinlich an Viruspartikeln aufgeheizt hat, die als etwas identifiziert hat, wogegen man ganz, ganz dringend und nachhaltig vorgehen muss, die dann wieder in ihrer Struktur verwandt sind mit körpereigenen Bausteinen, ne, sodass die Antikörper, die gebildet werden, auch eben bestimmte Strukturen im Körper angehen. Und daraus resultiert wahrscheinlich dieser bunte Strauß an Symptomen, weil es auch klar ist, dass es nicht bei jedem gleich ist. Also nicht bei jedem werden die gleichen Autoantikörper exprimiert. Das wäre ja total gut. Dann wüsste man, genau dieser Autoantikörper reizt genau diesen Rezeptor oder blockiert den und man hätte die Lösung quasi auf dem Silbertablett. Aber wenn man da die ganz große Hafenrundfahrt durch die Laborpalette macht, dann ist es mal so und mal so und Ansätze hat man sowieso nicht für so ein breites Immungeschehen, sodass es sehr, sehr schwierig ist, sich damit zufriedenstellend zu beschäftigen, auch als Betroffener. Viele wollen das, sie sind durch unser System auch darauf geprimed, ne, zu sagen, wir müssen irgendwas nachweisen, wir müssen wissen, woran das liegt und dann müssen wir das Problem packen. Und diese Immunprozesse, die sind an ganz, ganz vielen Schaltstellen am Ende angreifend und vor allem scheinen Gefäße beteiligt zu sein. Also es gibt so einen Rezeptorkomplex, die nennt man G-Protein gekoppelte Rezeptoren und die regeln ganz viel so Gefäßweiten, also wie weit Gefäße sind, wie eng Gefäße sind. Teilweise sind die auch mit dem Zellstoffwechsel, stehen die in Verbindung. Die haben ganz, ganz viele Einsatzgebiete. Wir sind am, ich glaube, wir können es erstmal dabei lassen. Ne? Also, da entstehen Antikörper, die diese Rezeptoren ständig stimulieren. Sprich, Gefäße werden eng, Gewebe wird nicht gut durchblutet, nicht gut versorgt. Und dadurch, dass es nicht gut versorgt wird, kann es erstens wehtun, kann zweitens schlecht leistungsfähig sein. Und wehtun, schlecht leistungsfähig sein, auf jeden Fall. Und Signale aussenden, die wieder neue Reaktionen nach sich ziehen. Zum Beispiel sowas wie Luftnot. Ne? Wenn Ihr Muskel nicht gut durchblutet ist, wenn Ihr Muskel nicht genug Substrat hat zum Arbeiten, dann sagt er: Los, sieh zu, Herz-Kreislauf-System, gib Gas, Pumpe, Herz-Pumpe, Lunge atme und es kommt auf einmal eine Luftnot zustande, obwohl die Lunge nicht defekt ist. Und wir haben auf einmal ein Herzrasen, obwohl das Herz gesund ist. Ne? Wenn man die Leute zum Kardiologen und zum Lungenarzt schickt, dann kriegen die absolut ihre TÜV-Plakette zum großen Teil und es wird gesagt, sie sind gesund. Ist ja auch aus der Perspektive erstmal so, die Untersuchungen sind unauffällig verlaufen, die Beschwerden sind trotzdem da. Und das kann auf diesem Wege, das ist so ein ziemlich wahrscheinlicher Weg, auf dem man auch häufig Antikörper nachweisen kann bei den Patienten, ein Weg, auf dem diese Erkrankung und viele Symptome ganz gut zu erklären sind.
Genau, ja, das hat dann ganz viele, es gibt dann ganz interessante Publikationen, wie sowas so zu so Abwärtsspiralen führen kann. Man hat Luftnot, man atmet immer mehr, also man hyperventiliert, man atmet mehr CO2 ab. Das macht die Gefäße potenziell noch enger und kann dann zu einer weiteren Minderdurchblutung von Organen und Muskulatur führen. Und gleichzeitig kann auch dadurch der Zellstoffwechsel noch weiter beeinträchtigt werden. Dann kommen verschiedene Kaskaden im Körper in Gang, die am Ende dazu führen, dass diese Mitochondrien, wenn Sie das schon mal gehört haben, diese Kraftwerke der Zellen schlechter arbeiten können. Das kann alles dann wiederum auf Basis dieses ersten Triggerns der Rezeptoren zustande kommen. Und man kommt dann irgendwann nicht mehr raus. Man kann sich nicht bewegen, die Muskulatur baut auch noch weiter ab. Das sind dann alles Dinge, die damit noch in Verbindung stehen und das Problem für die Patienten immer und immer größer machen. Und gleichzeitig sagt man eigentlich, was will man tun, wenn irgendwie ein Muskelabbau droht, wenn Muskulatur nicht leistungsfähig ist, ist unsere Idee immer erstmal, wir müssen ran, wir müssen was tun, wir müssen irgendwie trainieren. Aber all diese Patienten, oder ganz, ganz viele Patienten sagen, ich bin überhaupt irgendwie nicht trainierbar, ich bin nicht trainingsfähig. Da kommen wir später nochmal dazu. Aber da geraten wir dann sehr an die Grenzen zu sagen, wir haben ein Problem, das würden wir üblicherweise so behandeln, aber wir können es gar nicht so behandeln. Genau, ja, hier, das kommt aus der Leitlinie, aus der aktuellen Leitlinie. Organschaden ist häufig gar nicht nachweisbar, aber zumindest mal Organfunktionsstörung. Ne? Viele Organe funktionieren nicht richtig. Genau, das ist der Grund, ein ganz, ganz wichtiges Symptom, was viele schwer betroffene Menschen beschäftigt, was uns unheimlich blockiert in der Therapie. Das ist die sogenannte Belastungsintoleranz. Blockiert ist auch irgendwie wieder ist fast wie so eine Schuldzuweisung, ist natürlich selbstverständlich keine Schuldzuweisung. Postexzeptionelle Malaise heißt Belastungsintoleranz, sprich, ich mache irgendwas, manchmal sind es die banalsten Sachen, versuche meinen Flur zu saugen, mein Bett zusammenzulegen, spazieren zu gehen und habe danach eine wahnsinnig starke, unangemessene Erschöpfung. Bin total platt, muss liegen, manchmal sogar über mehrere Tage muss mich wahnsinnig lange Zeit erholen. Normalerweise, wenn wir, ich weiß nicht, zu viel Gartenarbeit machen, dann setzen wir uns hin, schnaufen durch irgendwie, trinken Getränk und legen dann irgendwann wieder los, wenn der Rücken wieder kann. Das ist hier eben nicht der Fall. Also wir haben eine wirklich deutlich verlängerte Symptomverschlechterung durch irgendeine, ja, in den meisten Fällen total banale Aktivität. Und das muss nicht nur auf körperlicher Ebene sein, diese Aktivität, sondern es kann eben auch auf kognitiver oder mentaler Ebene sein. Das kann ein Stresserlebnis sein, das kann eine Gesprächsrunde sein, irgendwie, was weiß ich, habe mich zum Kaffee mit vier Freundinnen getroffen und alle haben durcheinander gequatscht und nebenher lief noch Musik und ich habe einen totalen Einbruch bekommen. Crash sagen die Leute auch dazu, ein Crash, der mehrere Tage bis sogar Wochen anhält, gerade so aus der Anfangszeit, wo die Reha, ja, noch, muss ich auch ganz selbstkritisch sagen, noch nicht so richtig über dieses Problem Bescheid wusste, hat man eben gesagt, geben Sie Gas, trainieren Sie, genauso wie es vielleicht bei einer Depression ist. Ne? Da kann man ja trainieren und der Gehirnstoffwechsel kommt in Gang, es hat positive Auswirkungen und die Leute sind reihenweise gecrashed in der Rehabilitation und sind da viel schlechter wieder rausgekommen, als sie reingegangen sind. Und bis man jetzt so dahinter gekommen ist, ne? Also wirklich mit beiden Füßen auf der Bremse zu stehen und ganz sensibel darauf zu reagieren, auf die Patienten, Empfindungen auf bestimmte Aktivitäten, das sehr, sehr stark zu individualisieren. Das gilt es ganz, ganz dringend zu vermeiden. Genau, das führt zu einer wahnsinnigen Einschränkung von Leistungsfähigkeit und Lebensqualität, zu einer unheimlichen Frustration, weil man immer wieder gegen die Wand rennt. Ne? Man versucht irgendwas zu machen und liegt dann vielleicht tagelang da nieder. Der Aufgabenberg wächst nebenher, ne? Weil man jetzt irgendwie geplant hatte, dass man die nächsten drei Tage das und das macht, kann aber sein Sofa oder sein Bett nicht verlassen, kann nicht einkaufen gehen. Wahnsinnig große Probleme, das will man dann irgendwie nachholen und bums hat man den nächsten Crash. Also eine sehr, sehr schwierige, ein sehr, sehr schwieriges Symptom oder Phänomen.
wie auch immer man das nennen möchte. Genau, und diese postexzeptionelle Malaise ist so ein Kernsymptom oder vielleicht das Kernsymptom für ME-CFS, so die schwerste Ausprägung dieses Post-Covid-Syndroms, wenn man wirklich ganz, ganz schwer beeinträchtigt ist auf ganz, ganz vielen Ebenen, also eine multisystemische Problematik hat, dann kann man von ME-CFS sprechen. Chronic Fatigue Syndrom, CFS, myalgische Enzephalitis, stehe ich gerade auf dem Schlauch. Schwierige Abkürzung für einen Umstand. Ich bin sehr, sehr schwer betroffen von Erschöpfung mit postexzeptioneller Malaise, mit kognitiven Störungen, mit immunologischen Phänomenen, mit neurologischen Manifestationen. Ganz, ganz breite Problematik. Es gibt scheinbar sehr, sehr viele Betroffene in Deutschland. Doch viele Betroffene, die ja also quasi null Leistungsfähigkeit haben. Genau. Und sonst insgesamt sind diese Dinge, ME-CFS oder auch Fatigue, sind jetzt keine Post-Covid-Erfindungen. Das gibt es nicht erst seit 2020, das gab es vorher auch schon. Und da waren auch andere Viruserkrankungen. Epstein-Barr-Virus ist so ein typischer Verdächtiger, ein Auslöser für. Das konnte aber auch nach starken einschneidenden Stresserlebnissen auftreten, aber auch im Rahmen von Tumorerkrankungen viel. Genau, ME-CFS ist so ein Terminus, den man in dem Zusammenhang häufiger mal hört. Noch ein Phänomen, was nochmal so ein bisschen anders ist, da rausgeht, vielleicht als eigenständiges Phänomen auch beschrieben werden kann, deswegen bringe ich es jetzt einfach nochmal schnell mit, ist das posturale orthostatische Tachykardiesyndrom oder kann man auch posturales Tachykardiesyndrom nennen. Schwieriger Begriff für einen einfachen, aber auch sehr einschneidenden Umstand. Ich sitze, alles ist gut, oder ich liege und ich stehe auf oder setze mich hin und mein Herz fängt auf einmal an zu rasen, fängt nachhaltig an zu rasen und völlig unangemessene Reaktion. Wenn ich aus dem Liegen anfangen würde zu sprinten, würde ich erwarten, dass mein Herz anfängt zu rasen, aber ich stehe einfach nur auf und mir ist dann vielleicht schwindelig, ich bin benommen, ich will mich eigentlich gleich wieder hinsetzen, weil mein Herz völlig fehlreguliert reagiert auf diesen simplen Alltagsreiz. Und man stellt sich dabei vor, dass das Gefäßsystem, das Herz-Kreislauf-System eben unangemessen reagiert. Es ist nicht genug Blut auf einmal zentral zur Verfügung und der Körper kompensiert das durch Herzrasen. Genau, damit am Ende hier oben noch genug Blut ankommt, ist das erstmal so die Reaktion. Genau, das vielleicht nochmal so als Phänomen beschrieben. Und jetzt würde ich Ihnen aber schon gerne noch ein paar Behandlungsansätze nochmal mitgeben. Frau Wehli guckt bestimmt schon auf die Uhr, ne? Nee? Bin ich noch im Soll? Okay. Genau, wir haben therapeutische Optionen aus meinem Sektor ganz, ganz viel. Also ich kann da glücklicherweise immer ganz viel erzählen und so ein bisschen einordnen. Wann kann man denn wirklich Trainingstherapie machen? Welche anderen Ansätze? Also ich sage mal, eine differenzierte physikalische Therapie ist schon sehr, sehr gut. Also einfach nur zu sagen, unspezifisch, machen Sie Krankengymnastik, es führt häufig zu nichts. Dann überlegt sich irgendwer, okay, wir haben da jemanden, der nicht leistungsfähig ist, wie bauen wir Leistungsfähigkeit auf? Durch Training und schon haben Sie wieder Crashes, starke Erschöpfung, totale Frustration. Patient kann die Therapie nicht mehr machen und fühlt sich vielleicht hinterher schlechter als vorher. Ne? Das heißt, da differenziert vorzugehen und zu sagen, wir wollen ganz, ganz leicht anfangen mit zum Beispiel Atemübungen, ist ein sehr, sehr gutes Thema, mit Dehnungsübungen, mit vielleicht, wenn man doch ein bisschen was üben will, gleich oder trainieren will, Gleichgewichtsübungen, so leichtes, ganz, ganz leichtes Training und immer unterhalb dieser Schwelle, wo man durch diese Aktivität in eine starke Erschöpfung reinläuft. Und das möchte man unbedingt vermeiden. Genau. Sowas kann man aus unserem Bereich ganz gut machen. Man kann versuchen, also letztendlich physikalische Therapie geht eigentlich immer um das Thema Muskeldurchblutung, ne? Wenn man sich über Black Rolls rollt, wenn man Wärme appliziert oder Kälte appliziert, wenn man Strom appliziert, ganz, ganz viel wirkt durchblutungsfördernd. Und das ist, wenn man sich diesen Mechanismus anguckt, wahrscheinlich erstmal eine ganz gute Idee und hilft auch vielen Betroffenen ganz gut. Viele Dinge kann man davon eben auch wirklich gut machen, ohne diese Schwelle zu überschreiten,
diese PEM, diese postexzidentielle Malaise auslöst oder überhaupt eine Symptomprogredienz verursacht, Symptomverschlechterung verursacht. Dazu gehört, also in meinen Bereich gehört noch sowas wie Ergotherapie. Ne? Wir haben vorhin immer nur am Rand, aber haben es vorhin schon mal angerissen, diese neurokognitiven Störungen, also Gedächtnisprobleme, Konzentrationsstörungen. Dafür gibt es auch eine relativ gute Studienlage, die ganz klar dafür spricht, dass man auch das Gehirn trainiert, dass man nicht nur dafür sorgt, dass der Körper irgendwie wieder funktioniert, sondern dass man auch das zentrale Nervensystem trainiert. Mit verschiedenen Anforderungen, Gedächtnis, Konzentration, Reaktion, Aufmerksamkeit halten, rechnen, ja, all solche Dinge, die man mit dem Gehirn anstellen kann, nicht alles auf eine Karte setzen, nicht den ganzen Tag lang nur Memory spielen, dann ist man wahrscheinlich auch irgendwie wieder in so einem kognitiven Crash dann auf einmal. Genau, das kann man in Ergotherapie machen. Und also das ein Zauberwort ist Pacing. Das ist auch so eine Domäne der Ergotherapie. Patienten können es häufig nicht mehr hören. Jeder sagt, müssen Sie Pacing machen. Pacing heißt so übersetzt Energiemanagement. Ne? Also dieses zu überlegen, wie viel kann ich, wie strukturiere ich mich, welche Dinge passen ganz gut zusammen, welche nicht. Kann ich einkaufen gehen, wenn es besonders warm ist oder wenn es kalt ist, wenn mir da noch Wind um die Nase fliegt. Zu welcher Zeit gehe ich einkaufen, wo vielleicht wenig los ist, ne, um da irgendwie in so einer gewissen reizarmen Situation auch handeln zu können. Also diese Pläne zu fassen, das können Ergotherapeuten sehr gut. Und die können dann immer wieder rekapitulieren mit den Patienten. Hat das gut geklappt? Werten vielleicht Tagebücher aus und versuchen diese Pläne dann zu straffen, zu überlegen, was kann man delegieren, was mache ich selbst? Viele Patienten machen das dann intuitiv irgendwann, weil sie merken, allerdings leider erst nach einer langen Zeit, es geht einfach nicht anders, ne, als abzuschneiden und ganz viel rauszuschmeißen, von anderen Leuten machen zu lassen. Aber es ist immer sinnvoll, da mal drüber zu gucken von außen, ne, womit belastet man sich, was irgendwie vielleicht auch unnötig ist, was man abgeben kann, wo man sich selbst Druck macht. So ein bisschen verhaltenstherapeutischer Ansatz ist das schon. Genau, das sind Dinge, die so aus der physikalischen Medizin ganz gut funktionieren. So gemischt vielleicht physikalisch-medizinisch sind vielleicht noch Entspannungsverfahren, was ich unbedingt jedem Patienten ans Herz lege, wo ich auch immer sage, keine Fatigue-Studie, kein gutes Fatigue-Konzept kommt ohne Entspannungsverfahren aus. Man muss auch sagen, das ist eine anhaltende Stressphase. Ne? Man muss sich den ganzen Tag anpassen, muss die ganze Zeit überlegen, kann ich das noch, kann ich das noch nicht? Kochen meine Symptome schon hoch? Muss ich schon Pause machen? Da ist nichts Routine. Routine ist immer energiearm. Also wenn ich zu meiner Arbeit gehe und ich weiß nicht, meine Sachen eintippe und Gespräche führe, die ich schon ein paar hundert Mal geführt habe, stresst mich das überhaupt nicht. Wenn ich mich an neue Situationen anpassen muss und reagieren muss, ist das unheimlich belastend. So, und das ist was, wo man das zentrale Nervensystem mindestens einmal am Tag zur Ruhe bringen muss. 20 Minuten scheint die richtige Dosis zu sein, völlig egal was. Progressive Muskelentspannung nach Jakobsen, autogenes Training, Meditation, aber auch die aktiveren Sachen, Tai Chi, Qigong, Yoga, zählt alles so in diesen Formenkreis rein. Man soll eben das machen, womit man irgendwie gut zurechtkommt, was irgendwie so in seine eigene Denkweise, in seine Muster passt. Völlig egal, funktionieren alle gleich am Ende. Genau, in jedem Fall muss man sagen, Sie haben jetzt schon gesehen, es sind irgendwie ganz viele Akteure beteiligt, ist diese Therapie multimodal. Ne? Wenn man jetzt noch vielleicht die Lungenärzte, die Kardiologen mit ins Boot holt, die irgendwie diesen hohen Puls vielleicht behandeln, die vielleicht so ein aufkommendes Asthma bronchiale behandeln, dann sind das schon ganz, ganz viele Leute, die man da konsultiert. Und selbst das ist für die Betroffenen häufig schwer. Ne? Also dieses ganze Terminmanagement und hier hinzufahren, dorthin zu fahren oder teilweise auch nur sich fahren zu lassen, in öffentliche Verkehrsmittel zu gehen, will ich gar nicht von sprechen. Das ist häufig wahnsinnig überreizend. Also sehr, sehr schwierig, sich all diese Informationen, all diese Therapien zu holen, wenn man wirklich schwer betroffen ist. Das muss man auch einfach mal so anerkennen. Das gibt unser System einfach auch nicht her. Ne? Kein Kardiologe macht bei Ihnen Hausbesuch. Das kann man sich, glaube ich, von verabschieden, von der Idee. Genau.
Und dann noch so Themen, die, ja, ich sag mal, nicht so nicht streng in mein Fachgebiet gehören, die man aber, finde ich, beraten sollte, zumindest mal darüber aufklären sollte, auch wenn man so als Unikliniker natürlich immer gern möglichst evidenzbasiert behandelt, muss man bei dem hohen Leidensdruck schon auch von Therapien mal sprechen, die vielleicht keine perfekte Evidenz haben, die aber ganz gut mit diesem Erkrankungsmechanismus vielleicht interagieren können und eine Hilfestellung sein können. Und zu diesen Off-Label-Medikamenten gehören solche Ideen wie zum Beispiel mit Histaminblockern zu therapieren. Man kann das Histaminsystem blockieren, so als Reizsystem des Körpers, ja, auch irgendwie beteiligt natürlich am Immunsystem. Das kann einigen Betroffenen helfen. Da kann man sowohl so H1-Blocker, so ganz einfache Allergiemedikamente, so Cetirizin als Leitsubstanz, Loratadin, Desloratadin, solche Medikamente einnehmen. Oder auch H2-Blocker, die so diese H2-Rezeptoren, die zweiten Histaminrezeptoren sind im Magen-Darm-Trakt verortet. Und da kann man so alte Magenschutzpräparate einsetzen, Famotidin, Ranitidin, kennen vielleicht einige noch. Bevor es diese Protonenpumpenblocker gab, haben alle diese Medikamente, haben alle Ranitidin gekriegt. Die können auch hilfreich sein. Gerade weil viele Patienten auch von gastrointestinalen Störungen berichten, auf einmal aufgetretene Nahrungsmittelintoleranzen. Da kann sowas dann eine besonders gute Idee sein. Und die sind wirklich auch teilweise gegen die Fatigue hilfreich und super günstig, sehr nebenwirkungsarm. Das ist so die erste Linie, wo ich immer sage, probieren Sie sowas vielleicht mal aus. Dann gibt es da noch so einen ganz interessanten Ansatz, den will ich zumindest mal einmal hier einmal ausrollen. Es gibt noch die Idee, mit Nikotinpflastern zu behandeln. Da ziehen immer alle Patienten die Augenbrauen hoch und ich finde, es hört sich auch echt merkwürdig an. Aber wir waren vorhin bei diesem Immungeschehen und deswegen wollte ich in diese Kerbe noch mal ganz kurz rein. Es gibt so Grundlagenforschung, die hat gezeigt, dass es bei einigen Betroffenen Antikörper gegen diese Nikotinrezeptoren, das sind so Acetylcholinrezeptoren, die auf Nikotin reagieren, gibt. Und die setzen an der Skelettmuskulatur, an unserer quergestreiften Muskulatur. Die sind eben sowohl im Parasympathikus als auch im Sympathikus, also in unserem autonomen Nervensystem, was alles Mögliche reguliert, sind die vorhanden. Und auch im Gehirn natürlich, ne? Auch an allen Leitungsprozessen im Gehirn. Wenn diese Rezeptoren durch Antikörper blockiert sind, ist es, als würde immer einer den Gartenschlauch umknicken und die Leitung ist halt verstopft, nenne ich es jetzt einfach mal. Und wenn man jetzt dieses Nikotin aus den Pflastern appliziert, das Schema will ich jetzt hier gar nicht ausrollen, aber wenn man das über auch nur kurze Zeit appliziert, kann man diese Antikörper von den Rezeptoren verdrängen und die Leitung kann wieder funktionieren. Irgendwie total genialer Ansatz, funktioniert bei einigen ganz gut. Kehrseite der Medaille ist, Nikotin bringt auch viel durcheinander im Körper. So gastrointestinale Störungen können auch dadurch auftreten. Die Herzfrequenz kann steigen, Unruhe kann aufkommen. Meistens gewöhnt man sich da aber relativ fix dran und kann zu einer Verbesserung führen, die auch nachhaltig sein kann. Genau, zu einer nachhaltigen Verbesserung kann das führen. Das sind so vielleicht so erste Dinge aus dem Off-Label-Sektor. Wenn man sich dann noch weiter vorwagt, kann man auch in den Bereich der Psychopharmaka mit hinein. Also die typischen Botenstoffe des Gehirns, Serotonin, Noradrenalin, Dopamin sind immer wieder in der Diskussion. Also wenn man die auffüllt, dass man vielleicht mehr Power hat, aus dieser Fatigue herauskommt. Genau, jetzt vielleicht, ich weiß nicht, Pacing müssen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal anreißen. Ich habe es eben angerissen, das Energiemanagement. Da mit einem Fachmann oder einer Fachfrau zu überlegen, finde ich sehr, sehr gut. Da kann man immer noch mal Input gebrauchen. Genau, ein wichtiger Komplex sind Schlafprobleme, das, was Leute sehr plagt. Der Deutsche will immer super schlafen, der braucht immer eine perfekte Matratze, ein tolles Kopfkissen, wahnsinnig gute Decke, es muss gelüftet sein, es muss alles perfekt sein. Der Deutsche muss immer durchschlafen. Wenn das nicht funktioniert, dann, das beunruhigt viele Menschen und ist auch selbstverständlich jetzt dieser Erkrankung überhaupt nicht zuträglich. Ne? Wenn man jetzt auch noch furchtbar schlecht schläft und sich nicht regenerieren kann über Nacht, ist das absolut kontraproduktiv. Das heißt, den Schlaf irgendwie zu optimieren, ist ein sehr, sehr großes Ziel, sehr wichtig.
da greifen unsere Entspannungstechniken einmal an, ne? Einmal den Druck aus dem Gehirn zu nehmen, die Anspannung aus dem Gehirn zu nehmen. Vielleicht über sowas wie Schlafhygiene sprechen. Ne? Ich mache nicht den Fernseher aus und versuche zu schlafen. Ich lese kein spannendes Buch mehr. Ich gehe erst ins Bett, wenn ich auch wirklich schlafen will und wenn ich müde bin. Vielleicht ein warmes Getränk oder sowas. So die Klassiker der Schlafhygiene. Nicht noch auf dem Handy rumdaddeln im Bett. Solche Sachen gehören dazu. Wenn man dann noch andere Tricks anwenden will, kann man mit Melatoninpräparaten arbeiten. Gibt es inzwischen überall auch in der Drogerie zu kaufen als Gummibärchen, Sprays und Konsorten. Die sind nur super kurz wirksam. Wenn man jetzt unter Durchschlafstörungen leidet, dann braucht man so eine Präparation mit, verzögerter Wirkstofffreisetzung, damit das auch über die Nacht anhält. Oder eben hier auch wieder, da ist das dann ganz elegant, solche erste Generations Antihistaminika einzunehmen, die jetzt zum Beispiel als Hogger Night einfach als Schlafmittel verkauft werden, weil sie zu müde machen. Na, das trifft sich dann wieder mit dem Erkrankungsmechanismus. Das empfehle ich immer eigentlich so in der ersten Linie. Versuchen Sie sowas mal. Nehmt den Klassikern wie Lavendelsäckchen und Baldrian und Dinge, die so aus dem pflanzlichen Sektor kommen. Genau. Oder man nimmt eben auch so schlafanstoßende Antidepressiva dann in niedrigen Dosierungen. Auch Mirtazapin und Verwandte wirken auf den Schlaf wahrscheinlich durch so eine antihistamine Wirkung. Also von daher auch keine schlechte Idee, wenn man da auch offen ist. Also viele Patienten geraten in gewisse Abwehrspannung, wenn man über das Thema Antidepressivum redet. Kann ich auch absolut nachvollziehen. Aber man kann eben nur beraten, dass das auch alles Optionen sind. Dann kann man auch selbst entscheiden, ob das für einen plausibel klingt oder ob die Sorge größer ist. Schlafstörung. Wenn man diese Kreislaufprobleme hat, kann man wieder sich schön im nicht-medikamentösen Sektor bewegen, kann viel trinken, kann bestimmte Übungen machen, ne? Also diese Venenübungen, Muskelpumpenübungen kann man ganz gut machen. Man trägt Kompressionsstrumpfhosen am besten. Ich weiß nicht, wie hier Strümpfe reingeflogen ist, am besten Strumpfhosen, aber mindestens mal hohe Oberschenkelkompressionsstrümpfe und auch nicht die Dinger, die man irgendwie vielleicht bei Chibo oder werbefreie Hochschule im allgemeinen Handel gefunden hat, sondern vernünftige, die wirklich eine starke Kompressionsklasse haben und kann dann eventuell noch den Puls bremsen mit Medikamenten und kann aus dem Off-Label-Bereich vielleicht auch mit Medikamenten arbeiten, die auch ja mit dem Gefäßtonus in Verbindung stehen können, die insgesamt der Muskulatur auf die Sprünge helfen können. Die können auch bei diesen Kreislaufproblematiken hilfreich sein. Da kann man so ansetzen. Das hilft schon vielen Leuten ganz gut. Also gerade dieses Thema Kompressionsstrumpfhosen, das ist eine gute Option, wo sich jetzt gerade im Sommer natürlich viele gescheut haben. Jetzt kommt wieder meine Saison, jetzt kann ich das wieder besser vermarkten. Kommt das wieder besser an. Genau. Schmerzen, habe ich gesagt, sehe ich viele Betroffene. Und man kann eben auch wieder versuchen, durch manuelle Techniken die Gewebedurchblutung zu verbessern, die Muskelspannung zu verbessern. Das kann schon hilfreich sein. Also da, wo man kann, bin ich immer für nicht-medikamentöse Optionen. Stehen natürlich immer die niedergelassenen Kollegen ein bisschen auf der Bremse bei Heilmittelverordnungen wegen dieses bösen Budgets. Aber das Schöne ist, wenn man diese Diagnose Post-Covid-Syndrom stellen kann, dann sind all diese Heilmittel außerbudgetär. Man hat einen besonderen Verordnungsbedarf und die belasten nicht mehr das Budget. Das schreibe ich in jeden Arztbrief rein, habe schon so einen Textbaustein, der steht immer da unten drin, damit die Kollegen auch wissen, bremsen Sie das nicht, versuchen Sie die Leute einfach gut zu versorgen und vielleicht auch mal mit Massagen und Packungen zu behandeln. Das ist alles, das kann theoretisch alles dem Problem zuträglich sein. Wenn dieser Reiz vertragen wird, ist natürlich auch ein starker Reiz und kann Betroffene auch irgendwie in den Crash führen, muss man eben versuchen, vielleicht vorsichtig beginnen. Und dann kann man wirklich mal so ganz breit versuchen, diesen Schmerzen Herr zu werden. Man kann also ich habe jetzt einfach mal Ibuprofen als Substanz aus diesem Bereich der Entzündungshemmer genommen, diese ganze Entzündungshemmerpalette ausprobieren. Metamizol oder Novaminsulfon oder Novalgin, wie es verkauft wird, kann man versuchen. Paracetamol kann man versuchen. Eventuell sogar in diesen Opioid-Sektor hineinzugehen, aber meistens findet man hier irgendwo aus dem Bereich schon eine Substanz, die Schmerzen lindert. Schmerz ist auch Stress, Schmerz blockiert auch wieder Aktivitäten, sodass das was ist, wo man schon versuchen sollte, ein Schrittchen weiterzukommen.
Schmerzen zumindest zu dämpfen. Professor Piepenbrock als alter Betäuber weiß aber auch, dass es unrealistisch ist, Schmerzen wie ganz auszuschalten. Ein gutes Schmerzmedikament, sagt man also 50%, dann ist es schon wirklich gut. 50% Schmerzlinderung, da hat man vielleicht auch falsche Erwartungen an so ein Medikament. Oder können Sie das unterstützen? Kann unterstützen, okay. Nicht, dass ich hier jetzt Unsinn erzähle und in seinen Teichen fische. Okay, genau. Oder so Substanzen, die einfach so den Gesamt, man könnte sagen, Gesamtzustrom von Informationen Richtung zentrales Nervensystem ausbremsen. Das sind so Epilepsie-Medikamente, Gabapentin und Pregabalin, die gut bei Nervenschmerzen zum Beispiel wirken. Kann man auch einsetzen bei diesen diffusen Schmerzen, wo sich alles irgendwie empfindlich anfühlt, können hilfreich sein. Dann auch wieder Off-Label-Sektor. Naltrexon ist so ein Medikament, das ist ein Opioid-Blocker. Jetzt fragt man sich, warum will ich denn so Morphinrezeptoren im Körper blockieren? Aber dieses Naltrexon in ganz, ganz niedriger Dosierung blockiert die so ein bisschen und der Körper bildet mehr eigenes Morphin, um seinen Schmerz besser zu regulieren. Das ist so die Idee, warum man sowas vielleicht auch einsetzen kann. Dann Nahrungsergänzungsmittel, da sind Patienten immer ganz offen, finde ich, also erstaunlich offen, da ist die Evidenz immer am allerschlechtesten, aber gut, die Dinge, die kann man in der Drogerie kaufen, dann können sie nicht gefährlich sein, würde ich auch bei den meisten Dingen erstmal so unterstützen, wenn man die in üblichen Dosierungen einsetzt. Da gibt es so die Idee, die wird auch von der Deutschen Gesellschaft für ME-CFS getragen, dass man so Substrate des Zitratzyklus, also der Energiegewinnung der Zelle, versucht zu substituieren, versucht hineinzugeben ins System. Das sind die B-Vitamine, das ist sowas wie NADH und Coenzym Q10, Ribose, da steht noch L-Carnitin drauf, das habe ich da vergessen. Genau, N-Acetylcystein kennt man vielleicht eher als Hustensaft. Die werden alle in der Energiegewinnung der Zelle benötigt und man versucht einfach mal die zu ersetzen, in höherer Dosierung zur Verfügung zu stellen, um eine Verbesserung zu erreichen. Und wichtig ist, dass man jetzt nicht eine ganze Handvoll Nahrungsergänzungsmittel nimmt und alles, was drin bleibt, ist die richtige Dosis, sondern dass man da mit so ein bisschen wissenschaftlichem Ehrgeiz rangeht und sagt, ich probiere die mal einzeln aus, gucke, ob die was für mich bedeuten, ob die mir was bringen. Dann weiß ich aber auch gleichzeitig, wenn ich Probleme kriege, woran es gelegen hat, warum ich die Bauchschmerzen bekommen habe. Dann kann ich das wieder weglassen. Wenn es nichts bringt, sowieso wieder raus damit. Also wir akkumulieren sowas nicht. Ne? Wir häufen sowas nicht an, sondern behalten nur das, was uns irgendwie weiterbringt. Genau, das ist so für so ein kleines Rezeptchen für Fatigue. Fatigue-Behandlung mit Nahrungsergänzungsmitteln. Kann man also selbst durchprobieren. Ja, dann gibt es noch so ein paar Verfahren. Das will ich jetzt einfach mal erzählen, weil viele Menschen danach fragen. Das beschäftigt die Leute. Ne? Also es wird immer gefragt nach Blutwäsche. Das ist das, was hier jetzt ich unter Immunadsorption genannt habe. Früher war es eine Help-Apherese. Da hat man irgendwie heparinisiert und Trompen rausgefischt. Jetzt ist man zu dem Schluss gekommen, dass man lieber so eine Immunadsorption macht, also Antikörper rausfischt. Da gibt es bei uns auch eine Studie in der MAH, diese Extinct-Covid-Studie, wenn Sie das schon mal irgendwie gesehen oder gelesen haben, wo erstmal ganz unspezifisch IgG rausgefischt wird. Also ein bestimmtes Immunglobulin, erstmal völlig egal, wogegen es gerichtet ist. Hauptsache raus damit. Ergebnisse gibt es dazu noch nicht und vor allem weiß man nicht, wem es hilft. Also wenn ich das jetzt mache als Betroffener, habe ich eine ganz gute Chance, dass es mir hilft oder eher nicht. Und dafür finde ich, ist dieses Verfahren zu invasiv und auch zu teuer. Also so eine Serie, so eine kleine Serie Immunadsorption kostet hier um die Ecke im Dialysezentrum 12.000 bis 15.000 Euro ungefähr. Also das so auf dem blauen Dunst, ich weiß nicht. Also erstens hat es nicht jeder im Sparschwein und zweitens ist es dafür auch, würde ich erst die anderen Sachen ausprobieren, erzähle ich den Patienten immer. Gibt genug andere gute Optionen, die man vielleicht vorher bringt. Hyperbare Sauerstofftherapie ist immer noch was. Das kommt einfach aus dieser Denke, im Gewebe ist zu wenig Sauerstoff, also sehe ich zu, dass ich den mit Druck da reinbringe. Sie haben auch schon mal in so einem Gerät gesessen, hier so eins. Das ist ein altes Foto von Wikipedia. So könnte das aussehen. Kostet auch so eine Serie, ja, muss man schon 2.500 bis 3.000 Euro rechnen und ist dann für 2 Wochen jeden Tag in dieser Kammer, wenn man so eine Post-Covid-Intensivtherapie macht.
Genau, und bezahlt Ihnen keiner. Sowohl diese Immunadsorption als auch diese hyperbare Sauerstofftherapie. Vielleicht könnten Sie mit einer BG reden oder einer privaten Krankenversicherung. Im gesetzlichen Kontext sehen Sie da, gucken Sie da in die Röhre. Genau. Aber da laufen auch größere Studien, ja, und diese Immunadsorption wird auch in Studien der Charité hier bei uns getestet. Es gibt, glaube ich, noch andere Zentren, wo es läuft. Habe ich gerade nicht auf Kette. Genau, ja, 12.000 bis 15.000 Euro, das war diese Immunadsorption. Und dann fragen noch alle, das war auf der Folie davor noch, nach diesem BC007. Das haben Sie vielleicht auch schon irgendwo in der Presse mal gelesen, das neue Wundermittel. Und das ist eine Substanz, die soll diese Antikörper, von denen ich vorhin geredet habe, diese G-Protein-gekoppelten Rezeptoren-Antikörper, ne, die diese ganzen gefäßbeeinflussenden Funktionen haben, die soll dieses BC007 abfischen. Und da gab es so ganz gute erste Testungen. Aber die Charité hat die Rekrutierung für diese Studie abgeschlossen. Die sind jetzt in der 12-monatigen Nachbeobachtung und die läuft noch 6-7 Monate irgendwie. Ich glaube, bis April nächsten Jahres. Und genau, Erlangen macht das noch. Die haben jetzt gerade erst irgendwie vor einem halben Jahr oder so angefangen zu rekrutieren überhaupt. Genau. Also weit weg und können Sie auch nicht so kaufen. Wenn Sie jetzt das Portemonnaie aufmachen und sagen, ich habe die Scheine übrig, dann können Sie es auch so noch nicht kaufen. Genau. Hyperbare Sauerstofftherapie. Genau, vielleicht noch mal einmal, weil es viele auch einfach interessiert. Und die Patienten, finde ich, besonders geschlagen sind, die diese Symptomatik haben, aber nicht aufgrund einer Covid-Erkrankung, sondern nach einer Impfung. Die Beschwerden haben nach einer, ja, vielleicht auch Covid-Impfung. Sie sehen an diesen Meldungen, 1500 Verdachtsfälle gab es irgendwie Mitte 23. Das ist sicherlich völlig unterschätzt für die Zahl der Patienten, die betroffen sind. Das ist jetzt einfach meine Meinung, ohne dass ich Daten dazu habe, andere Daten habe, weil das sowas auch viel nicht gemeldet wird. Ne? Und ich gucke jetzt einfach nur mal auf mich. Wenn ich jemanden impfen würde oder jemanden behandeln würde, der hätte auf einmal ein Problem, würde ich auch erstmal versuchen, das irgendwie, würde ich erstmal gucken, kommt das überhaupt davon? Muss man das überhaupt melden? Ja, müsste man wahrscheinlich, aber da hat man gleich das Gefühl, man hat was falsch gemacht, obwohl man da jetzt irgendwie nicht in einer schuldhaften Beziehung steht. Aber die haben also dadurch einen hohen Leidensdruck, weil das auch nicht gewürdigt wird. Es ist noch nicht mal als medizinisch definierte Erkrankung festgelegt. Ne? Also wenn Sie ein Post-Vax-Syndrom haben, finden Sie dafür keinen ICD-Code und es findet keine Berücksichtigung in unserem System. Und das ist, finde ich, ja, für die Leute wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Die haben vielleicht die gleiche Symptomatik, haben aber nicht diese Heilmittelfreigabe, ne? Können auch die Heilmittel nicht außerbudgetär kriegen. Genauso wie die Leute einfach auch mit so einer ME-CFS-Erkrankung kriegen auch die Heilmittel nicht, wenn nicht auf diesem Etikett, wenn nicht dieses Etikett Post-Covid dasteht. Das ist irgendwie eine Schieflage und leider auch irgendwie so ein bürokratisches Ding. Genau, aber prinzipiell muss man sagen, wahrscheinlich sind es ähnliche Mechanismen. Ne? Man hat damals auch Dinge gespritzt, die dem Virus ähneln und darauf hat der Körper eben auch reagiert. Ist für mich erstmal ganz plausibel, dass die Leute auch ähnliche Symptome bekommen können. Genau, ja, und es ist häufig gar nicht so richtig doll zu, gar nicht so gut zu sagen, ist es jetzt, da haben die Symptome, ich weiß nicht, ist es jetzt rein so nach einer Impfung aufgetreten, hat das Covid es verschlechtert, war vorher schon Covid und ein bisschen durchgehangen und die Impfung hat es dann irgendwie ganz, hat es dann deutlich verschlimmert. Also häufig ist es auch nicht so richtig trennscharf, will ich damit sagen. Post-Vac, ja. Jetzt vielleicht noch mal so einmal so ganz praktisch aus der Leitlinie. Wie gehe ich also vor? Ich lande mit dem Problem auf jeden Fall erstmal in der primärärztlichen Versorgung, also bei meinem Hausarzt oder meiner Hausärztin. Mache erstmal eine vernünftige Diagnostik. Also die Klassiker, die man natürlich macht. Man nimmt Blut ab, man macht vielleicht mal ein EKG, macht vielleicht mal eine Lungenfunktionstestung. Alles so gemessen an den Symptomen. Wenn man jetzt überhaupt keine Luftnot hat und super die Treppen raufkommt und joggen gehen kann, dann muss man auch nicht zum Kardiologen oder irgendwie in einen Bodyplethysmographen zur spezifischen Lungendiagnostik. Aber dann macht man vielleicht die Labordiagnostik, guckt sich Entzündungswerte an. Na, so dieses, die Basisabdeckung sollte sicherlich vorhanden sein. Und zwar je nach Symptom. Ne, wenn ich hauptsächlich irgendwie neurologische Dinge habe, ich weiß nicht, muskuläre Schwäche, dann gehe ich halt eher zum Neurologen, lass das dort mal abklären. Oder so Nervenschmerzen, lass ich meine Nerven durchmessen.
so muss das eben gesteuert werden in der Allgemeinmedizin. Genau, und dann wird also entschieden, ist das okay, kann das so bleiben oder müssen wir weitermachen, müssen wir in die spezialisierte Versorgung, fachärztliche Versorgung, muss man vielleicht sogar stationär aufgenommen werden. Und erst ganz am Ende, wenn man all diese Dinge gemacht hat, wenn man vielleicht auch mal einen Therapieversuch gemacht hat oder wirklich diese Probleme nicht, wenn man die nicht in den Griff kriegt, dann kommen irgendwann diese Spezialambulanzen und man sagt, gut, dann müssen Sie jetzt mal irgendwie in die Hochschule oder ich weiß nicht, meldet sich bei diesem Vicorec-Projekt an, wo ich jetzt gerade bin und genau, versucht das dann auf eine gute Basis zu stellen, die Therapie, auf eine ja, State-of-the-Art-Basis. Und das Ganze wird noch begleitet, muss man sagen, von wirklich starken Selbsthilfegruppen. Das ist, finde ich, Wahnsinn, von unheimlich engagierten Betroffenen, die da auch echt Partei ergreifen. Auch ich kann es jetzt nicht aus meiner Sicht auch nicht nur als hilfreich oder nicht nur als super positiv empfinden. Man gerät auch irgendwie in den Streit, gerade als Reha-Mediziner, der immer auf der Stirn geschrieben hat, ich biete Bewegung an, ich biete Training an, kriegt man da auch viel, viel Gegenwind, obwohl ich da ja sehr, sehr differenziert umgehe mit dem Thema. Aber allein dieses, ne, Sie wollen Reha anbieten, sehen Sie lieber zu, dass BC007 auf den Markt kommt. Dafür muss das Forschungsgeld investiert werden oder sowas. Ne? Also, aber Leute, die auch wirklich so als Sprachrohr für ganz, ganz viele auf der Strecke gebliebene Menschen fungieren, das finde ich sehr, sehr gut. Wahnsinnig viel Einsatz, der da geliefert wird. Muss ich mal loben. Genau, so in dieser Leitlinie insgesamt, die ist wirklich umfangreich und ganz gut. Sagt man, man muss einen ganz, ganz breiten Blick haben, weil man ganz, ganz viele breite Symptome hat, die man differenzialdiagnostisch abklären muss, habe ich gerade schon gesagt. Was dort immer wieder erwähnt wird, was ganz wichtig ist, man kann es eben nicht messen. Wir haben einfache Kriterien, weshalb diese Diagnose oder anhand derer diese Diagnose auch einfach eigentlich gestellt werden kann. Aber man muss sich von dieser klassischen Medizin-Denke verabschieden. Ich will es unbedingt messen, ich muss es irgendwie nachweisen, ich muss es sichtbar machen. Können wir aktuell nicht. Können wir aktuell nicht. Okay, und also ein absoluter Kern dessen ist, also wenn die Symptome nicht in zeitnah verschwinden, dann muss man wirklich in die Abklärung gehen und sollte nicht immer das alles nur auf die lange Bank schieben und sagen, das wird schon. Die alte Faustregel ist, nach 3 Monaten sind 80% der Leute wieder auf dem Dampfer und nach weiteren 3 Monaten, also nach 6 Monaten, sind dann wiederum von den hängen gebliebenen 20% wieder 80% gesund. Ne? Deswegen ist es schon, spielt die Zeit erstmal grundsätzlich schon für uns. Aber wenn darüber hinaus keine Besserung eintritt, muss man auch wirklich, wirklich was tun, weil die Leute schwerst beeinträchtigt sind. Genau, hier, meine Vicorec oder unsere virtuelle Covid-Reha-Klinik. Die Anmeldung funktioniert nur über Allgemeinmediziner, will ich nochmal sagen, weil wir immer einen Allgemeinmediziner im Boot haben müssen. Wir beraten nur telemedizinisch. Wir können also jetzt nicht sagen, hier haben Sie einen Stapel Rezepte, probieren Sie das alles aus. Das geht leider eben nicht über diesen Weg. Deswegen brauchen wir immer auch, aus vielen Gründen brauchen wir auch immer den Allgemeinmediziner mit im Boot, der dann vielleicht die Diagnostik nochmal vertieft, der eben, wie gesagt, diese Rezepte ausstellt, der natürlich auch dann auf den Blick hat, im Blick hat, was sind die Nebenwirkungen, wie muss ich vielleicht mit meiner Medikation reagieren, der diese Heilmittel steuert, ne, wie viel Krankengymnastik und wann, der das Netzwerk vor Ort hat, wo können Sie zur Krankengymnastik oder zur Ergotherapie hingehen, wer kennt sich damit gut aus, deswegen Anmeldung nur über Allgemeinmediziner. Und das ist schwierig. Also wir haben ganz viele tolle kooperierende Allgemeinmediziner, kriegen aber auch immer wieder die Rückmeldung, dass es zu viel Aufwand ist, einen Patienten dort anzumelden, ne? Die Daten nochmal einzutragen, sich in dem Portal anzumelden, einen Termin abzusprechen, also zu sagen, ich habe einen Termin für Sie Mittwoch um 15 Uhr abgesprochen, loggen Sie sich dann ein. Das ist schon irgendwie zu viel. Aber ohne den Hausarzt im Boot geht es halt auch irgendwie nicht. So ganz sicher bin ich mir nicht, wie man das lösen kann. Vielleicht haben Sie ja gute Ideen. Genau, jetzt noch mal einmal so ganz allgemein abschließend. Also wir haben erstmal eine gute Prognose für Post-Covid-Syndrome. Ich habe das gerade bei dieser 80%-Faustregel noch mal genannt. Wenn die Leute aber wirklich schwerst beeinträchtigt sind, ist die Prognose, wenn man so den aktuellen Zahlen glauben kann, auch ja, zumindest erstmal so
mittelmäßig zu sehen, zumindest was eine vollständige Genesung angeht. Ne? Also dass jemand wieder bei 100% landet, das ist jetzt wieder auch total mein Fachbereich. Ne? Wir sehen immer zu, dass wir Verbesserungen erreichen. Wir gehen nie davon aus, dass wir nach welchem Problem auch immer wieder zu 100% kommen. Wenn man das bei dem Problem erwartet, dann muss ich sagen, ist Enttäuschung auch vorprogrammiert. Also muss sagen, ich muss erstmal Step by Step wieder nach vorne kommen und muss einkaufen gehen, muss vielleicht irgendwann wieder in den Job zurück, vielleicht auch sogar nur in Teilzeit, wenn man sich irgendwie leisten kann. Natürlich auch immer so eine Frage und kann dann langsam wieder gesund werden. Aber zu sagen, bums, ich mache jetzt eine Therapie und bin bei 100%, das darf man nicht erwarten, dann ist man definitiv, ist Frustration die Endstation. Genau, so, genau. Wir haben viele beteiligte Akteure, das habe ich jetzt mehrfach gesagt, was wirklich schwierig ist, also von der Terminvereinbarung über das Erreichen, aber das Zusammenspiel der Akteure macht am Ende auch irgendwie den Erfolg aus. Genau, und was grundsätzlich nicht zufriedenstellend ist für die Betroffenen, ist, ich kann Ihnen zwar so Modelle liefern, kann Ihnen aber nicht genau sagen, bei Ihnen liegt es genau daran und das ist das Problem und genau so packen wir es an. Ne? So, darauf habe ich eine zugeschnittene Therapie und habe aus dem Pathomechanismus eine tolle resultierende Diagnose. Also schwierig, ist immer mit ein paar Fragezeichen versehen, aber wenn man das ordentlich erklärt, kommt man schon doch auf ein zufriedenstellendes Ergebnis. Aber man muss eben auch erklären und viel, viel sprechen. Haben Sie heute gemerkt? Also eigentlich die Story versuche ich irgendwie mehr oder weniger jedem Patienten mitzugeben. Vielleicht nochmal, wenn es Menschen interessiert, es gibt diese Leitlinie, über die man sich informieren kann. Es gibt von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt's ein Infoportal. Wir haben hier auf der MAH-Homepage so ein MAH-Covid-Infoportal. Wir haben Selbsthilfegruppen, ich habe jetzt einfach mal zwei große genannt, Long-Covid-Deutschland, nicht genesen. Es gibt auch viele kleine, dezentral organisierte Selbsthilfegruppen, an die man sich wenden kann. Auch in den sozialen Medien wird unheimlich viel veröffentlicht. Genau, dann haben wir unsere Vicorec, auch da gibt es ganz viel Infomaterial, vicorec-nds.de, haben wir kleine Videos aufgenommen, Broschüren gemacht, die man sich runterladen kann. Dann gibt es das Charité-Fatigue-Zentrum mit ganz vielen Vorträgen und auch Materialien, genauso wie die Deutsche Gesellschaft für ME-CFS, wo man auch viel runterladen kann, sich anmelden kann. Genau, für PostVac hat sich Marburg rauskristallisiert als gute Anlaufstelle, die aber also drüber und drüber sind. Also da kommt man auch nicht ohne weiteres unter, aber ist zumindest eine Anlaufstelle. Genau, ja, dann bedanke ich mich herzlich, dass Sie alle so aufmerksam zugehört haben. Applaus